aus wie so ein reißender Fluss. So. Bei mir sah es eher aus wie so ein Bächlein. Wussten Sie eigentlich, dass Feta auch eine beruhigende Wirkung hat? Ich könnte das stundenlang so weitermachen. Wenn man das so ein bisschen wie Meditation sieht und in sich ruht, dann läuft das. Es läuft einfach. Kostas! Kostas! Funda macht Feta. Aber was macht den echten griechischen Schafskäse eigentlich aus? Galileo-Reporterin Funda van Rooy packt 2 Tage lang in der Feta-Produktion mit an. Larissa im griechischen Thessalien. Inmitten von üppigen Tälern, sattgrünen Schafsweiden und einigen der imposantesten Berge Griechenlands hat die Firma Vasilitsa ihren Stammsitz. Einer der größten Käseproduzenten der Region. Jährlich werden hier mehr als 3500 Tonnen Feta hergestellt. Fast die gesamte Produktion geht an den Großhandel und an Supermärkte in Deutschland. Jeden Morgen um 5 Uhr geht's hier mit der Arbeit los. Hi, hello, hi. Guten Morgen, Costa. Sehr gut, vielen Dank. An Fundas Seite in den nächsten 2 Tagen Konstantinos Ikonomou. Er liefert hier den Feta normalerweise nach Deutschland. Deswegen spricht er auch schon ganz gut Deutsch. Erstmal muss Funda in die Schutzkleidung. Bei der Hose könnt ihr nicht mit zuschauen. Dann geht's in die Produktion. Alles, was mit dem griechischen Feta zu tun hat, passiert hier. Vorbereitung, Verarbeitung, Verpackung. In den echten griechischen Feta kommt ausschließlich Schafsmilch. Erlaubt ist aber auch ein Anteil Ziegenmilch, allerdings maximal 30%. Oh mein Gott, so viel Käse! Man riecht das auch, man riecht den Käse überall. So kann er aber noch nicht fertig sein. Ist er auch noch lange nicht. Erstmal muss Funda, Achtung Wortwitz, das Fundament für den Feta legen. Jetzt kommt Chefchemiker Spyros Rumpakios ins Spiel. Hallo. Hallo. Hi, freut mich, hi. Hi, Funda. Spyros ist die erste von vielen Männerbekanntschaften, die Funda hier noch machen wird. Aber das nur nebenbei. Im ersten Schritt zum Feta muss die Schafsmilch mit Milchsäurebakterien, dem sogenannten Lab, versetzt werden. Chemiker Spyros hat den ersten Bakteriencocktail schon mal zusammengemischt. Dank der Milchsäurebakterien gerinnt die Milch in kürzester Zeit, ohne dabei sauer zu werden. Wofür gibt's denn jetzt schon Applaus? Erst mal sehen, was Funda noch so drauf hat. Boah, da muss man ganz schön aufpassen, dass da nichts rausläuft. Und wenn ich es gut verrührt und vermischt habe, dann muss es 40 Minuten so verweilen. Und dann kann man es schneiden. Wow. Okay. Und jetzt schauen wir mal, wie es der Profi macht. Denn bei ihm sieht es aus wie so ein reißender Fluss. So. Bei mir sah es eher aus wie so ein Bächlein. Okay, weiter. Funda kommt in Fahrt. Im nächsten Becken ist die Milch schon eingedickt und hat jetzt eine, sagen wir mal, wappelige Konsistenz. Machen das die Milchsäurebakterien? Ja! Damit am Ende des Tages keine großen 1000 Kilo Feta-Brocken im Becken schwimmen, wird der Käse für die Weiterverarbeitung in kleine Würfel geschnitten. Okay, na gut, dann schneiden wir. Bin bereit. Nächster Step, nächster Mann. Das Schneiden mit der schweren Käseharfe aus Metall ist eine ganz schön schweißtreibende Angelegenheit. Wahnsinn, ist echt schwer. Stundenlanges Feta-Würfel schneiden ist hier deshalb normalerweise auch reine Männersache. Das war doch schon mal gut, aber boah, das ist wirklich eine ganz schön kraftaufwendige Arbeit. Das muss ich echt sagen. Also alleine bin ich mir nicht sicher, ob mein Rücken das lange mitmachen würde. Ja, okay, ich komme. Aus den kleinen Würfeln, die hier geschnitten werden, entstehen später unter anderem die Feta-Scheiben, die wir aus dem Supermarkt kennen. Funda wird von Spyros in die Geheimnisse der echt griechischen Feta-Produktion eingeweiht. Okay. Ja,
ist ganz interessant, das ist immer ein recht langwieriger Prozess, bis man von einem Punkt zum nächsten Punkt geht. Da braucht es dann 44 Minuten, nachdem die Milchsäurebakterien drin waren. Dann sieht das Ganze so ähnlich aus. Das ist jetzt schon wieder der nächste Schritt. Da haben wir das dann auch schon geschnitten. Aber dann braucht es noch mal eine halbe Stunde und dann kann es schon wieder weitergehen. Also es dauert alles. Ja? Und ich schau mal, wo es jetzt fertig ist, aber da kann ich jetzt wieder schneiden. Seit fast 60 Jahren wird in Larissa Feta in Handarbeit hergestellt. Der Betrieb ist ein Familienunternehmen in dritter Generation. 26 Mitarbeiter verarbeiten hier täglich bis zu 15 Tonnen Feta und auch andere Käse sowie Joghurt-Spezialitäten. Zumindest, wenn sie nicht gerade Funder bespaßen. Die sind total lustig. Er sagt, ich könnte das jetzt kopieren, was ich hier lerne, und das direkt woanders dann anbringen und meinen eigenen Feta machen. Wer weiß. Dafür müsste Funder allerdings nach Griechenland ziehen. Denn seit 2002 darf sich in Salzlake gereifter Käse nach einer EU-Verordnung nur noch dann Feta nennen, wenn er von einheimischen Schafen und Ziegen stammt. Und auch nur auf dem griechischen Festland oder der Insel Lesbos produziert wird. Die Griechen hatten es nämlich satt, dass alle Welt ihren Käse kopiert. Deshalb ließen sie den Namen Feta schützen. In den Supermarktregalen steht der echte griechische Feta oft direkt neben dem Schafskäse oder dem Hirtenkäse, der aus Kuhmilch gemacht wird. Große Unterschiede gibt es bei Verpackung und Preis meist nicht. In Larissa werden die noch weichen Feta-Würfel im nächsten Schritt langsam in Form gebracht. Hi, I'm the new one. Funder kennt ja bald die ganze Belegschaft. Okay, ich schaue erst mal zu. Der gummiweiche Käsebruch wird jetzt abgefüllt. Die Formen haben im Boden kleine Löcher, damit die Molke ablaufen kann und der Feta allmählich fest wird. Jetzt weiß ich auch, warum ich eine Schürze trage. Okay, das spritzt ganz schön. Hier am Fließband ist jetzt Funders Schnelligkeit gefragt. Viel Zeit für Smalltalk bleibt bei diesem Arbeitsschritt nicht. Feta ist übrigens ziemlich gesund und nährstoffreich. Er enthält viel Protein und Vitamin A. Das ist gut für die Sehkraft und sorgt für gesunde Haut. Für laktoseintolerante Menschen kann Feta auch eine verträgliche Alternative zum Kuhmilchkäse sein. Das ist anstrengend, wirklich anstrengend. Man muss recht schnell sein. Das ist den Käse da rein, überall in die Bereiche rein. So viel habe ich gemacht. Jetzt muss der Feta noch seine finale Konsistenz erreichen. Bis die restliche Molke abgeflossen ist, dauert es aber noch einige Stunden. Echt super, das macht wirklich Spaß hier zu arbeiten, finde ich. Es gibt so viel. Ja? Also der Käse hier, was passiert jetzt mit dem? Wir lassen die Käse 8 oder 9 Stunden hier zu rühren. Okay. Und morgen, wir arbeiten diese Käse. Ah, also das heißt, wenn wir morgen kommen, ja. Dann ist der fertig zum Weiterbearbeiten. Ja, wir nehmen die Käse aus diesem Plastikbehälter. Und das heißt jetzt, bis dahin ist erstmal Feierabend. Ja, ja, wir sind das Ende unserer Arbeit. Ich verstehe. Der Käse ruht und Funder ruht jetzt auch. Tag 2 startet für Funder am Fuße des größten griechischen Gebirges Olymp. Hier lebt Bauer Lazos mit seinen 500 Schafen, den Hauptakteuren der Feta-Produktion. Also hier sieht es jetzt nach Landwirtschaft aus. Oh mein Gott, ich glaube, die lassen mich hier jetzt melken oder so. Eingefädelt hat den Überraschungsbesuch auf dem Land unser Feta-Fahrer Konstantinos. Kalt! Kostet, ich ahne schon. Meine Überraschung, du darfst heute unsere Schafe melken. Ich dachte mir fast, okay. Lazos ist einer von insgesamt 600 griechischen Kleinbauern, die frische Schafsmilch an das Unternehmen liefern. Jeden Tag werden die Muttertiere gemolken. In der Hochsaison sogar morgens und abends. Das ist gut. Dann kommt das Futter runter, die gehen alle in Position. Die Türen gehen auf. Nacheinander. Okay. Und jetzt geht's ans Melken.
Aber okay. Mal schon. Probier es mal hier. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Oh Gott, du armes Ding. Ich will hier nicht wehtun. Oh, mach du mal. Ah. Mehr, okay. Leicht. Ich habe, glaube ich, Berührungsängste. Ich habe auch Angst, zu fest zu drücken, weil ich Angst habe, dass ich ihr wehtue. Und dann versuchen wir es mal mit einem anderen Schaft. Du musst fest ziehen. Echt feste drücken. Ah, nee. Bravo. Ein Mini-Strahl, ein Mini-Strahl. Oh Gott. Wir wollten Funda auch nur mal testen. Das Melken geht hier vollautomatisch. Oh, okay. Das ist so viel einfacher. Ich verstehe das natürlich, dass die so arbeiten. Während im Stall weiter gemolken wird, hat die Mutter von Bauer Lazus ein echt griechisches Frühstück für uns vorbereitet. Es gibt selbstgebackenen Feta-Kuchen, warmes Lammfleisch und ganz frische Schafsmilch. Die Griechen sind ein besonders geselliges Volk und extrem gastfreundlich. Eigentlich wollte die Hirtenfamilie sogar noch ein ganzes Schaf für uns grillen. Das haben wir aber dankend abgelehnt. Für die Tiere geht's jetzt raus auf die Weide. Das satte grüne Gras und die vielen Kräuter verleihen dem Feta sein unverwechselbares Aroma. Für Funda geht's zurück in die Produktion. Der Käsebruch ist über Nacht fest geworden und muss jetzt sortiert sowie verpackt werden. Fundas letzte Station in der Molkerei. Ausbildung beendet. Die 2 Kilo Feta-Blöcke, die Funda hier umlagert, werden im Raum nebenan in 150 Gramm Scheiben geschnitten, noch einmal in Salzlake eingelegt und anschließend supermarktfertig verpackt. Ich könnte das stundenlang so weitermachen. Wenn man das so ein bisschen wie Meditation sieht und in sich ruht, dann läuft das. Es läuft einfach. Großkunden wie Restaurants kaufen den Feta meist in der XXL-Version. Das sind jetzt die Behälter, die wir mit dem Käse befüllen. Aber es gibt irgendeine besondere Art und Weise. Okay, Kostas. Zwei. Produktionsmitarbeiter Kostas hat den Dreh raus. Er arbeitet schon seit vielen Jahren in der Molkerei und beherrscht das Feta-Verpackungstetris im Schlaf. Na, hoffentlich hat Funda gut aufgepasst. Das ist nur eins dann, okay. Und zu. Okay. Gut, bin ich jetzt dran. 1000 dieser großen 4-Kilo-Kanister verpacken die Mitarbeiter hier täglich. Für ein langes Becken braucht ein Profi gerade mal 20 Minuten. Die Feta-Stücke reifen in den verschlossenen Kanistern mit Salzlake noch 18 Monate weiter. Erst dann gehen sie in den Verkauf. Je länger der Käse in der Lake liegt, desto intensiver schmeckt er am Ende. Eieiei, okay. Also die Arbeit macht zwar Spaß, aber die ist auch anstrengend und eine sehr feuchte Angelegenheit. Fertig! Funda hat in 2 Tagen eine Menge in der Feta-Produktion gelernt. Die Käseberge bezwingen. Aber erkennt sie jetzt auch den Unterschied zwischen reinem Schafskäse, Hirtenkäse aus Kuhmilch und echtem Feta? Warte, ich rieche erst. Optisch sehen ja auch alle gleich aus. Oh, ich fange jetzt mal hier an. Also der Geschmack ist toll. Aber ist es scharf und Ziege? Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es ist raus. Bin eher hier. Ja, das ist Feta-Käse. Funda kann jetzt Feta. Man schmeckt sofort raus, das ist der Feta. Unverwechselbar, wirklich. Also ich nehme das Ding, habe ich hier irgendwas zum Sitzen? Ich mache es mir mal gemütlich.